Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier in einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 mit der wundervollen Map Schönebeck natürlich. Und wir sind immer noch bei der Maisernte, weil wir natürlich unsere BGAs wieder voll machen wollen, unsere Silos. Und deswegen, weil der Computer das nicht so schön hinkriegt, wie wir das machen, machen wir das selber. Und wir haben 18.15 Uhr, das heißt, wir haben Ingame. Also wir haben deswegen auch durchdrehende Reifen, weil unser Strohmann kann sein Stroh nicht abgeben, weil das dazu ist. Ja, also müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Aber wir werden die BGA erstmal voll machen und dann gehen wir weiter. Und wir müssen natürlich unser anderes Fahrsilo auch noch voll machen. Das ist nämlich inzwischen mal wieder leer. Das haben wir ja eigentlich alles weggefahren. Ich habe das noch nicht ausprobiert mit dem Radlader. Das müssen wir dann jetzt gleich nochmal machen. Es muss auch mit dem Radlader gehen, weil das sind einfach mal 8000. Das ist geil. Ja, also wenn das funktionieren würde. Das wäre schön. So, der hat Häckselgut 54%. Das sieht so viel aus immer. Ja, das sieht so voll aus. Ich könnte meinen, der ist schon voll. Aber ist er noch nicht. Und der wollte eben schon gar nicht mehr da hochfahren. Also, ich kann also kein Allrad oder irgendwas anschalten. Das geht nicht. Der Tipp hat nicht funktioniert. Weil ich wahrscheinlich keinen Drive Control habe. Was ich auch nicht haben will. Ich finde das furchtbar, dass ich irgendwie Tasten drücken muss, um eine Richtung zu wenden. Und dann muss ich nochmal eine Taste drücken. Und dann fahre ich vorwärts nur mit Gas und nicht mit Bremse. Und dann musst du bremsen. Und das bekomme ich total durcheinander mit. Ich habe mich jetzt so hier eingefahren mit der Radladersteuerung, sage ich mal. Also in dem Fall Gas ist vorwärts und Bremse ist rückwärts. Und so habe ich mich jetzt eingeschossen und so würde ich das auch gerne weiterspielen. Es gibt ja daraus die Cracks, die dann selbst ankuppeln, selber schalten. Was es da alles für Mods gibt, aber nö. So ist es für mich entspannter und ich muss nicht haten und... Ja, vielleicht guckt ihr den Channel ja auch, weil ich hate. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht nur, weil euch das Spiel interessiert. So. Jetzt werden wir mal hier den ein bisschen hier versuchen mit rumzuführen. Mal sehen, ob das klappt. Immer schön eine Runde fahren, genau. Der wird dann schon kommen. Ja, wenn man dann natürlich Platz hat, dann kann man das natürlich machen. Ja. Also wenn man natürlich keinen Platz hat, so wie am Anfang, dann ist das schon schwierig, den auch wirklich zu lenken, weil eigentlich lenkt man den Abfahrer mit dem Häcksler, indem man nämlich immer so ein bisschen lenkt, der dann auch so lenkt, der Abfahrer. Ich will ja versuchen, quasi auf einer Kreisbahn um uns rum irgendwo zu sein. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum er jetzt rechts von uns steht. Das, warum er rechts von uns fährt. Er ist die ganze Zeit links von uns gefahren. Jetzt fährt er rechts von uns. Ich weiß nicht, warum er das macht. 100! So. Durchdrehende Reifen, ja klar. Durchdrehende Reifen ist logisch. Weil hier zu ist, mein Freund. Haben wir denn eigentlich überhaupt noch einen Trecker frei? Wir haben ja keinen Trecker frei, oder? Irgendwie haben wir keinen frei. Den hätten wir frei, aber den brauchen wir eigentlich. Den haben wir noch frei. Den können wir doch den als Abfahrer nehmen. Für den Mähdrescher auf dem Feld Nummer 2. Nee, Feld Nummer 8. Feld Nummer 8. Den können wir den ja schon mal loslegen lassen. Würde ich sagen. So, wir wollen natürlich das Schneidwerk mal zuklappen, damit wir hier ordentlich mähen können. Und wir können ja die Erntemaschine schon mal aufklappen, zur Sicherheit. So, Feld Nummer 8. Wir wollen anfangen im, ich würde sagen, wir machen mal einen Feldrandkurs für Nummer 8. Weil hier waren wir ja noch nicht drauf, also müssen wir den erstmal so generieren. Wir wollen Feld Nummer 8 haben. 8. Weit ist immer noch 13,20 Meter. Wir wollen anfangen im Nordwesten. Wir wollen uns Richtung Süden durcharbeiten. Startpunkt N brauchen wir nicht. Wir wollen zwei Vorgewände machen. Das reicht eigentlich.
Und wir wollen, wie rum wollen wir fahren? Rechts rum oder links rum? Nee, wir wollen links rum fahren, weil dann der entsprechende NPC innen fahren kann. Nee, ist schon mal falsch. Das wollte ich gar nicht. Du sollst ja jetzt erstmal nicht am nächsten Wegpunkt beginnen, sondern am ersten Wegpunkt sollst du beginnen. So, mal gucken, wo der jetzt hinfährt. Ob er das hinkriegt. Hier sind ja einige Bäume. Und das sieht schon so aus, als wenn er da jetzt gleich am Baum hängen bleiben wird, weil er nämlich geradeaus auf seinen Punkt fährt. Werden wir jetzt gleich mal unterbinden. So, jetzt gucken wir mal, wo hier der erste Wegpunkt ist. Da muss ja hier unten irgendwo sein. Ach ja, hier will er anfangen. Okay. Dann los, würde ich sagen. So, Abfahrer einstellen. Go, go. Ach, der bleibt doch da jetzt sofort dran hängen. Das sehe ich doch schon. Bleibt am Baum hängen. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Nein. Falsch. Die Breite, die passt doch irgendwie gar nicht. So, wir haben mal wieder durchdrehende Reifen. Wie immer, ist ja klar. Also ich glaube, jetzt können wir die bald zumachen hier. Weil wir kommen da bald nicht mehr hoch. Jetzt vergessen. Ja doch, wir sind auch hochgekommen. Ist voll, ist leer. Und go. So, wer hat hier noch durchdrehende Reifen? Ach, das ist ja immer noch der hier, wegen 18.22 Uhr, ja. So, aber wir wollten jetzt auf jeden Fall mal unseren Abfahrer hier basteln, genau. Den werden wir jetzt erstmal da zum Feld Nummer irgendwas runterfahren. Ich habe schon wieder vergessen, welches Feld das ist. Aber das ist egal. Wir fahren jetzt erstmal dahin. Das ist Feld Nummer 8 ist das, genau. Das ist ja hier Feld Nummer 8. Oh, hier ist ein Bach, hier ist ein Bach. Ist ein Bach. Nicht durch den Bach fahren. Nicht durch den Bach fahren. Nein, 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 nein. So, hier haben wir Feld Nummer 8, genau. Das heißt, hier kommt er jetzt dann angeschissen. Das kann er ja machen. So, dann beginnen wir hier mal unseren Feldrandkurs. Und zwar unseren Feldrandkurs, unseren Abfahrkurs. Wir fahren hier mal schön um den Baum drumherum. Was ist das? Gerste, ne? Oder ist das Weizen? Scheiße, was ist das? Gerste. Gerste! So, dann können wir ja hier, sind wir ja gleich hier an unserem wundervollen Hof. Fahren wir hier gleich an der Tanke vorbei. Genau. So, Gerste hatten wir, glaube ich, im ersten Silo. Kann das sein? Ich meine, das hätten wir im ersten Silo gehabt, Gerste. So, hier machen wir einen Wartepunkt. Und dann fahren wir weiter. Ein bisschen, ne? So, das ist dann Feld 8. 8 ABF Hof Silo. Ja, welches Silo ist scheißegal eigentlich? Eigentlich ist es nicht egal. Welches ist denn das? Ist das der Quad-Track? Ja, ich glaube, ne? Ich glaube, das war der Quad-Track.
stellen. War hinter drei Schauer, na, siehst du. Klappt doch. Ja, bei 80% und abfahren soll er bei 100. Na, ja, machen wir doch 90. Ja, der ist mal wieder voll. Voll wie Hupatz. Und ich bin ja mal gespannt, ob der das hinkriegt. Ich meine, jetzt haben wir ja den Boss extra so rumgelegt, dass er links rumfährt. Damit der Abfahrer halt nicht außen in der Botanik rumkurft, sondern innen im Feld. Das ist zwar nicht realistisch, aber ist auch egal. So, hier haben wir noch Kartoffeln. Die können wir dann auch noch mit der Holmer-Maschine dann mal rauszuppeln. Aber vorher müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld scheffeln. Und Geld scheffeln heißt, dass wir hier erstmal noch mal ein bisschen Mais machen müssen. Ich denke mal, einen Anhänger voll kriegen wir da vielleicht noch rein. Und dann kommen wir nicht mehr hoch. Und wenn wir da eben nicht mehr hochkommen, müssen wir halt von der anderen Seite hochfahren. Ist auch egal. Hauptsache wir machen, knallen das Ding voll. So, jetzt haben wir wieder ein Problem, genau, weil der jetzt hier wieder nicht mitkommt. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal wieder so eine Runde fahren. Eine schöne Runde hier. Können wir gleich mal hier noch den Scheiß mitnehmen, der hier rumsteht. Schöne, lange gezogene Runde fahren, dann kommt der Abfahrer auch schön mit. Da seht ihr, wie schön das geht, wa? Wie schön das geht, wie schön! 9% haben wir. Der Gerste-Dings wird abgetankt, okay. Feldspritze ist auch noch voll auf 100%, da müssen wir aber erstmal abwarten, bis der fertig ist mit Drillen. Und ich sehe schon, dass das Drillen uns ganz schön viel Zeit kostet, ja. Ist halt die Frage, ob wir uns ja nicht auch eine große Drille holen, ja, für die Felder. Haben wir ja in Bantico auch gehabt, die große Drille zum normalen Getreidedrillen. Das geht schon. Muss man halt nur viele Vorgewände haben. Ich glaube, das sollten wir vielleicht mal machen. Also wenn die leer ist, naja, leer nicht unbedingt, aber dann können wir ja vielleicht die Drille, ja, vielleicht dann mal verwenden. Also die können wir dann, da können wir dann weiterhin Sachen mit drillen, aber wir werden dann uns eine große kaufen. Und damit geht es dann auf jeden Fall schneller. Die hat halt, glaube ich, 9 Meter anstatt 6, ne? Wieso war das? Also ich bin immer wieder irritiert. Ich gucke rüber auf den LKW und sehe, sehe so, ach du Scheiße, der ist ja gleich voll. Ja, nee, der ist nicht voll. Das sieht nur so aus. Der hat erst die Hälfte drin. Bisschen weniger als die Hälfte. 42%, 44. Aber das ist cool. Also ich finde das schön, dass wir halt auch mal fahren und nicht nur fahren lassen. Denn das ist ja das, was das Spiel auch ausmacht. Dass man nicht nur managt, also ich sehe das so wie ein Strategiespiel, dass man da dieses Micromanagement der Fahrzeuge nicht nur hat, sondern sagt, du fährst jetzt dahin, du fährst dahin, du machst das, sondern dass man eben tatsächlich auch selber fahren kann, die Maschinen. Das finde ich halt schön. Das ist ziemlich geil gemacht und ich freue mich wirklich auf LS17. Also ich hoffe, das wird geil und wenn er mich fragt, ich würde gerne von Giants mal eine Beta-Version haben von LS17 und das gerne mal mit euch zusammen spielen. So quasi als Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Es gibt natürlich viele andere landwirtschaftliche Let's Player, sage ich mal, die auch viel schon über das Cattle and Crops gesprochen haben, was ja im Prinzip das absolute Knallerspiel werden soll in Sachen Landwirtschaft. Ich selber weiß darüber noch gar nichts, außer das, was ich so in den Medien gesehen habe, in den Videos. Wir werden ja gleich mal das hier noch mitnehmen. Und ich habe mich damit auch noch nicht wirklich befasst, so, weil ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich diese ganze Liebe für LS15, die hat sich erst entwickelt. So. Also ich am Anfang habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Kackspiel, ey? Hier mit irgendwie mit Trecker rumfahren, was ist das denn für ein Quatsch? Wer macht denn so einen Mist, ja? Und dann habe ich mich halt auch mal ein bisschen daran erinnert an die alte Zeit, so, wo ich eben selber Traktor gefahren bin als junger Bengel und wo ich einfach diesen Spaß hatte, Traktor zu fahren. Ja, und ich dann einfach festgestellt habe, Mensch, das kann man ja, das spielen nicht bloß 5-jährige Jungs oder 10-jährige Jungs, sondern da kann man richtig Spaß mit haben. Das ist so richtig dieses Management der Fahrzeuge, das Management des Hofes, die Fahrzeuge kaufen, Geld verdienen, ja, den Markt bedienen, einfach zu gucken, was ist gerade besonders teuer, wofür kriege ich das meiste Geld.
Und halt zu überlegen, strategisch zu überlegen, was mache ich als nächstes. Ja? Also bei mir ist das nicht Strategie. Das habt ihr ja nur schon mitbekommen, wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das heißt, ich sage, ja, in der nächsten Folge machen wir das und das. Und in der nächsten Folge machen wir das gar nicht. Und dann sage ich noch, in der letzten Folge war das, glaube ich, oder vorletzte Folge. Naja, ich musste immer auf den Hof, weil, ja, was wollte ich auf dem Hof? Habe ich schon wieder vergessen. Ja. So ist das, wenn man halt keine 25 mehr ist, dann lässt das alles ein bisschen nach da oben drin. Und dadurch, dass der blöde Affe, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so laut sage, aber jetzt rechts von uns steht, können wir hier nicht so schön umdrehen, wie wir das gerne würden. Deswegen müssen wir jetzt immer links rum umdrehen und das finde ich schon ein bisschen Schiete gerade. Aber ich werde jetzt mal voll einlenken und mal gucken, ob er denn auf der anderen Seite wechselt. Nee, macht er nicht. Er bleibt da auf der Seite. So, wir haben jetzt da immer noch ein 100% Schneidwerk hier. Das heißt, der wird nicht abgefahren, der Mähdrescher. Das heißt, da müssen wir mal gucken, warum der nicht abgefahren wird. Aber jetzt müssen wir erstmal den hier voll machen. Und dann schauen wir mal, warum der nicht abgefahren wird. Würde ich sagen. Wird der irgendwo runter. So, der wird nicht abgefahren, weil... Doch, der wird doch abgefahren. Ist ja witzig. Ja, wahrscheinlich, weil der so lange gebraucht hat. Ja, 40.000, 42.000 haben wir mit zwei Hängern, zwei Anhängern. Das ist ja eigentlich auch okay. Ist ja nicht schlimm. Dass wir das so fahren. Wie viel hat denn der jetzt noch in seinem Schneidwerk? 0% Gerste. Warum fährt der jetzt immer noch hinterher? Verstehe ich nicht. Ja, jetzt steckt er im Verkehr fest hier, weil der nicht klarkommt. Genau, Fahrer zu Wegpunkt. Der soll nämlich jetzt irgendwo auf dem Wartepunkt fahren, aber er wird sich jetzt hier an diesen Baum festfahren. Wo fährt der denn hin? Ein Drescher in Reichweite. Naja. Okay. Warte, bis Fischstand erreicht ist, genau. So, wir haben immer noch durchdrehende Reifen, ist ja logisch, dass wir die noch haben. So, was macht der hier? Der fährt hier das Grünzeug jetzt weg und der wird da wahrscheinlich nicht reinkommen. Nicht hochkommen. Deswegen werden wir den jetzt mal entlassen und werden mal von der anderen Seite selber reinfahren. Wir werden das einfach von der anderen Seite machen. Da wird der wohl hochkommen. War das Ding jemals voll kriegen? Ich wage es zu bezweifeln. Wirklich, ey. Wo ist hier meine Maus? Da ist meine Maus. So, der fährt jetzt wieder zurück. So, wie sieht es denn hier aus? Also wir kaufen jetzt erstmal eine große Sämaschine, ja. Weil ich jetzt die Fresse dick habe hier mit dieser kleinen Sämaschine. Die ist ja nicht klein, aber ja, ist doof. So, die kann also alles andere, die hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern, die kaufen wir mal. Und die werden wir auch gleich mal, auch wenn ihr mich dafür jetzt hassen werdet, wieder mal, werde ich die jetzt gleich mal zurücksetzen, weil ich keine Lust habe, da hochzufahren. Damit ist sie ja quasi hier auf dieser Wiese irgendwo, genau, da steht sie. Damit ist sie dann auch in Reichweite. So, der wartet noch auf seinen Abfahrer hier. Wir können ja mal hier vielleicht mal den übernehmen, was der macht. Es funktioniert, ob die klarkommen miteinander. Theoretisch bräuchten wir jetzt noch einen Trecker. Für die Sämaschine. Weil Strohmann hier will nicht. Dann müssen wir mal die Zeit vorlaufen lassen. Wir haben ja im Moment nichts, was stört, deswegen können wir das machen. Wir speichern nochmal vorsichtshalber. So.
Richtig hinsetzen. Ja, wie gesagt, Gaming-Stuhl. Wenn ihr irgendwas wisst, sagt Bescheid. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, dann sprecht einfach mal mit mir. Und wir werden mal den kurz entlassen hier, falls das Tor nach außen aufgeht. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, das ging nach innen auf. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ja. Das ist F5. F5 ist irgendwas Komisches, weiß ich nicht. Ist F5 irgendwie Kollisionsabfrage oder sowas? Was ist F5? Was kann man damit machen? Was macht F5? Sind das die Kameras oder was? Was auch immer. Ich drücke mal F5 anstatt F8 oder F9, weil F9 habe ich benutzt, um den Stream zu starten, quasi. So, der fährt jetzt hinter denen hinterher. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier nämlich gleich mal wieder weitermachen. Und da werden wir jetzt gleich mal den NPC. Er fährt wieder nach rechts. Jetzt habe ich mal den NPC genommen, den NPC-Helfer. Sieht gut aus. So, wer muss jetzt hier aufgefüllt werden? Die Seemaschine bestimmt. Ja, die Seemaschine muss aufgefüllt werden. Das heißt, ja, da sind wir gerade dran vorbeigehüpft. Genau, nehmen wir den hier. Zack, abgekoppelt. Mal gucken, wo haben wir jetzt unseren. Hier steht da. Oh, der steht, der ist ja gar nicht zu sehen hier in dem Busch hier. Ecker, schöne Busch gestellt, den Mist hier. Das wird noch nicht reichen. Nein. So, wir müssen aber auch Lichter machen. Ja, ich komme ja schon mit dem Auffüllen. Wo stehst du denn? Könntest ja wenigstens mal Lichter machen. Da würde ich dich hier auf dem Acker auch sehen, ey. Wo hat er? Hat nicht gesagt. Licht an. Tja, das scheint zu funktionieren mit dem Helfer, zumindest bis dato erstmal. Nicht wirklich. Der Helfer fährt einfach geradeaus durch. Oh, so, ja. Naja, machen. Bin ja mal gespannt, was jetzt hier passiert. Scheint die im Griff zu haben, wa? Würde ich sagen. Oh, was macht der jetzt? Wo fährt der jetzt hin? Was machst du jetzt? Ja, mit der Dolly, das ist schon geil. Weil er dann einfach gut sich bewegen kann, ne? Mit dem Anhänger. Scheint zu gehen, ja. Ja, dann lassen wir den jetzt erstmal weitermachen, solange. So, wir hatten einen Wartepunkt erreicht, das ist der hier. Ach so, ja. Gaste. Wir wollen natürlich auskippen. Tja, es scheint zu funktionieren mit dem Helfer. Der hat zwar jetzt nicht alles, der hat zwar jetzt nicht alles abgefahren, so groß da. Das dauert halt noch ein bisschen, aber so prinzipiell geht das schon mal. Ja, jetzt macht er jetzt hier. So, jetzt hat er keine Lust mehr, weil hier ist kein Getreide mehr oder kein Dings mehr. So, dann fahren wir jetzt mal hier auf der lange Bahn hier. Was soll ich da machen hier, Jungs? Ist ja auch nicht. Wie schnell der fährt. Der fährt so hält über uns mit uns mit, ey. Hier, guck mal, den können wir lenken. Nee. Ab im Busch mit dir. Zack.
wie er uns schön folgt, das ist ja krass. So, und los, mein Herr. Feuer frei. Kannst du zeigen, was du kannst hier. Wunderbar, ich bin begeistert, es funktioniert. So, es wird schon wieder hell. Oh, der ist leer. Der ist nicht leer. Der ist nicht leer. Da ist ja leer, weil der Anhänger zeigt ja nichts an. Das ist das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin. Ja, ne? Erasco und so. Oh, der holt jetzt den ab. Da ist noch zu. Ah, jetzt kommt wieder Nebel hier. Oh, ist das schön. So schön. Es ist so schön. Mensch. Nee, nicht beim ersten, sondern beim nächsten Wegpunkt. Das ist so schön, wirklich. Hatten, wollten wir jetzt hier auch wirklich Raps anbauen? Ich glaube ja, ne? Wir werden sehen. So, wie sieht es denn eigentlich in unserer BGA aus? Da fährt der ja gleich wieder hin, ne? Ist ja gleich voll. Jawoll! BGA für Silage und wir haben keine Silage! Ah, wir haben keine. Scheiße. Aber wir haben Grünzeug, was wir zu Silage machen könnten. Ach, warum kommt denn jetzt Silage? Jetzt, wo ich nicht so weit bin, ey. Mal 1,6, naja, gut. Immerhin. Gut, dann machen wir die erstmal zu und lassen den dann woanders hinfahren. Jetzt lassen wir den erstmal noch einmal da reinkommen und machen da zu, weil es ist so voll, da komme ich eh nicht mehr drüber. Muss noch ein paar Mal drüber kacheln, dass es platt ist, verdichtet ist und dann... Oh, ist das schön, ey. Mit dem Nebel und so, das ist so toll. Wirklich. So, jetzt haben wir natürlich auch eine fette Dings gekauft, eine fette, noch eine fette Drille. Dann brauchen wir eigentlich noch einen Trecker dazu. Die Frage ist, was hatte die Drille für Anforderungen? 320 PS. Ach du Scheiße, das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Nee. Das können wir uns nicht leisten. Aber hier so ein Dingstruck hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge mal. Den großen hatten wir da ja auch mal gekauft. Konnte man für das Holmer nicht auch irgendwas kaufen? Das gab es aber nur für die Rüben oder sowas, ne? Nee. Was gab's denn da? Kipper? Gab es da für Holmer nicht, für die Holmer-Kiste nicht auch irgendeine Transportgeschichte? Düngerstreuer oder sowas? Da war doch irgendwas. Hüllefass? Das ist das Ding für die Holmer, oder? Ne, Terra-Variant. Doch, das ist der. Ist das Ding Terra-Variant? Terra-Variant Eco, genau. Da gab es ein Güllefass. Was gab es noch? Was gab es denn da noch? Zetter? Ladewagen gab es nicht. Ein Schwader gab es nicht. Biststreuer gab es noch, genau. Ja. Das können wir ja dann später mal machen. Das ist ein Sonderangebot. Ja, nicht. Okay. Streuer gab's, ein Zetter, nee, ein Zetter sage ich schon, Dings gab's und ist nicht noch irgendwas anderes? Überladewagen gab's noch, genau, da gab's ja den Getreidebunker, der hat 25.000 Liter mit Überladung, genau, und das war der für, genau, das gab's für diesen komischen Terra-Variant. So, wir haben natürlich kein Grünzeug in der Dings, wir könnten vielleicht versuchen, du machst was falsch hier, mein Freund. Hier sollst du nicht hinfahren. So, genau. Wir könnten vielleicht versuchen, die Silage jetzt da fertig zu machen und die dann rüber zu karren zur BGA. Aber das geht nicht, weil wir können da nichts... Wir können es nicht reinfahren. Wir müssen es mit dem LKW, mit dem Trecker da hin kippen. Und ja, wir haben keine Silage. Geht nicht. Können wir nicht bedienen. Ist natürlich blöd, aber gut, müssen wir halt abwarten. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt noch eine Ladungssilage machen, weil wir Geld brauchen. Wir können natürlich auch jetzt, wie gesagt, Kühe organisieren.
Aber da haben wir wieder kein Gras und nichts. Das ist alles ein bisschen tricky. Und Mischfutter müssen wir auf jeden Fall erstmal machen. Wir müssen Gras mähen, damit wir Mischfutter haben. Stroh haben wir und Silage haben wir dann auch. Das heißt, wir müssen hier einen Haufen Schnatter herkommen. Mit großen Wagen. Und müssen dann erstmal eine Ladung Mischfutter machen, das bei den Kühen reinschmeißen, ein paar Kühe kaufen. Dann haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Mist und den ganzen anderen Schnatter. So, der kommt ja jetzt wieder nicht hier raus. Ja, ich weiß. Weil das so ein blöder Kurs ist. Ja, also wir müssen auf jeden Fall unsere Kohle noch ein bisschen steigern, weil im Moment steigern wir unser Geld wirklich nur über die BGA. Und das ist nicht gut. Also wir sollten das vielleicht mehr über die Kühe und die Milch und alles machen. Wobei Milch ist jetzt auch nicht so doll vom Preis. Also ich weiß nicht, gibt's hier Milch? Gibt's hier Milchpreise? Gibt's keine Milchpreise. Wo bringe ich denn meine Milch hin? Wenn ich die verladen habe. Den Teig noch ja nicht gekriegt. Wo bringe ich die hin? Wahrscheinlich hier halt zum Gartencenter oder so, oder? Weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht, wo ich meine Milch hinbringe. Das müssen wir mal nachkicken erstmal, wa? Ja, der hat hier durchdrehende Reifen, das war ja klar, dass er da nicht hochkommt. Ja, da kommt er nicht mehr hoch. Dann können wir noch mal versuchen, von der anderen Seite da reinzufahren. Wenn das nicht mehr geht, dann müssen wir den Kurs jetzt hier aufgeben und müssen hier erstmal ein paar Mal drüber möbeln, um das festzufahren. Aber ich denke, von der anderen Seite könnten wir da vielleicht noch ein oder zwei Wagen reinkriegen. Was rein hier. Hier an diesem Ort gibt es keinen Platz mehr. Ist das jetzt voll, das Ding, oder was? Da steht da 64%. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Jetzt habt ihr den ganzen Mist ins Nichts gekippt, oder was? Ist jetzt nicht ernst hier. Der Hetzel, scheiße. Oh, ey. Buggy, scheiße hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall die ganzen Sache erstmal verdichten. Und das werde ich jetzt erstmal offscreen machen. Und ich wünsche euch was, meine Damen und Herren da draußen an den Bildschirmen. Ich werde jetzt mal diese Folge beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Hoffentlich dann mit verdichteter und geschlossener BGA. Und beziehungsweise Fahrsilo. Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, also ich finde es schön, dass ihr dabei seid. Und dass ihr auch kommentiert, das finde ich auch schön. Es ist wichtig, dass Kommentare kommen, weil ich natürlich auch nicht alles richtig mache und wir natürlich quasi gemeinsam dieses Spiel erleben und ihr natürlich das Bedürfnis habt, mir etwas mitzuteilen. Und ihr könnt das auch gerne mehr in die Comments schreiben. Also ich kriege jeden Tag viele, viele Privatnachrichten bei YouTube. Das braucht ihr nicht machen. Schreibt es doch einfach öffentlich in die Comments. Das sind eh Sachen, die auch die anderen interessieren. Also, wie gesagt, kommentiert fleißig. Fleißig einen Daumen raus und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also macht's gut, bis dahin. Euer Chris. Tschüss.